Herzlich willkommen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Wir stehen jetzt hier im Studierenden-Service-Center, dem sogenannten Tor zur Universität. Wenn du eine Studienberatung brauchst, kannst du hier jederzeit vorbeikommen. Und als Studi ist dies die erste Anlaufstelle für alle deine Fragen. Apropos Fragen, was hast du denn für Fragen zur HHU? Ich habe gehört, die HHU ist eine Campus-Uni. Was heißt das eigentlich? Ja genau, die HHU ist eine Campus-Uni. Und das ist immer dann der Fall, wenn nicht alle Institute in der Stadt verteilt sind, sondern sich alle auf einem Fleck befinden. Die Uni Düsseldorf ist so groß wie 130 Fußballfelder. Apropos Fußballfelder, die gucken wir uns gleich auch noch an. Welche Fächer studiert man eigentlich an der Philosophischen Fakultät? An der Philosophischen Fakultät studiert man die Geisteswissenschaften, zum Beispiel Germanistik, wo man sich unter anderem mit den Werken von Heinrich Heine, dem berühmten Namensgeber dieser Uni, beschäftigt. Außerdem ist in der Philosophischen Fakultät das große Audimax mit ca. 700 Plätzen. Das Audimax ist immer der größte Hörsaal einer Universität. Kann man in Düsseldorf eigentlich auch Medizin studieren? Ja, die Uni Düsseldorf ist sehr bekannt für das Studium der Humanmedizin. Das riesengroße Uniklinikum ist direkt an den Campus angeschlossen. Ist es Pflicht im Medizinstudium auch an Leichen rumzuschnippeln oder kann man davon befreit werden? Nein, befreit werden kann man davon nicht. Die Arbeit an, wie wir sie nennen, Körperspendern, ist sehr wichtig für die Lehre der Anatomie. Bereits in den ersten zwei Semestern lernen Medizinstudierende wichtige Funktionen des menschlichen Körpers kennen. Die Universität Düsseldorf gibt es schon seit 1965. Das erkennt man auch sehr gut an der unterschiedlichen Architektur der Gebäude. Die Wirtschaftswissenschaften, wo man BWL, VWL und Wirtschaftschemie studieren kann, haben ein tolles neues Gebäude auf dem Campus. Das heißt Ökonomikum und wurde 2010 eröffnet. Was muss ich studieren, um Notar zu werden? Jura, also Rechtswissenschaft. Dies ist ein kleinerer Studiengang an der HHU, weswegen es auch eine intensive Betreuung gibt. Außerdem verfügt die juristische Fakultät über eine eigene Fachbibliothek. Sie wird von ihren Studierenden auch liebevoll Blechbüchse genannt. Warum, könnt ihr euch vielleicht denken. Ich will irgendwas mit Naturwissenschaften studieren. Naturwissenschaften gibt es natürlich auch. Wir haben ein riesiges Fächerangebot über Biologie, Chemie, Pharmazie, medizinische Physik, Mathe, Informatik und noch vieles mehr. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät hat die meisten Studierenden hier an der HHU mit insgesamt 17.000. Wenn du dort studieren solltest, wirst du auch einige Zeit in Laboren verbringen und lernen, was es heißt, Forschung zu betreiben. Muss ich mir eigentlich viele Bücher für das Studium kaufen? Nein, das ist nicht nötig und wäre auch viel zu teuer. Dafür gibt es zentral auf dem Campus die Universitäts- und Landesbibliothek mit ihren knapp 2,5 Millionen Büchern und Hunderttausenden von E-Books. Alleine im Jahr 2020 wurden nochmal knapp 100.000 E-Books neu angeschafft. Meine Frage wäre, gibt es auch ein Sportprogramm und kostet das was? Das Sportprogramm an der HHU ist Hammer. Zwar kann man hier Sport nicht studieren, aber es gibt ein umfangreiches Sportprogramm. Unter anderem haben wir Klassiker wie Fußball, Volleyball, Basketball und Handball im Angebot, aber auch viele Tanzsportarten. Zum Stressabbau eignet sich zum Beispiel besonders gut die Kampfsportart Capoeira. Aber wir haben auch viele andere Kampfsportarten im Programm und auch sogar historischen Schwertkampf. Die meisten Sportangebote an der HHU sind kostenlos. Gibt es Wohnheime, die zu der Uni gehören und wie teuer sind die? Ja, natürlich gibt es auch Studentenwohnheime auf dem Campus und in der Stadt verteilt. Wenn du möchtest, kannst du in einem Einzel-, Doppelapartment oder in einer WG wohnen. Es gibt schon Zimmer ab 250 Euro und du kannst dich online beim Studierendenwerk bewerben. Neben mehreren Cafeterien auf dem ganzen Campus verteilt,
gibt es auch die große Hauptmensa, wo viele Angehörige der Universität das günstige und leckere Essen genießen. Ich habe Lust, in einer WG zu leben, aber meine Eltern meinten, WG-Leben und Medizin würde nicht so wirklich funktionieren, weil man so wahnsinnig viel für Medizinstudium lernen muss und man halt Ruhe für sich braucht. Stimmt das eigentlich? Stimmt. Ruhe und Motivation brauchst du fürs Medizinstudium auf jeden Fall. Aber das gilt auch für alle anderen Studiengänge. Hier in der Oase, dem Ort des Austauschs, des Studiums und der Entwicklung, hast du viele Gruppenarbeitsplätze und eine Fachbibliothek Medizin, in der du sehr gut lernen kannst. Diese ist auch für alle anderen Studierenden geeignet. Und guten Kaffee gibt's hier auch. Jetzt stehen wir auf der Dachterrasse der Oase. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über das ganze Uniklinikum und über die Stadt. Und hier haben wir nochmal einen Blick über den ganzen Campus der HHU. Vielleicht ist es ja bald auch dein Campus.